Fantastic. Guten Tag und willkommen zur lang ersehnten zweiten Folge von Clash of Darts. Und ja, worum geht es bei Clash of Darts? Ich werfe zunächst einmal 6 Dartpfeile. Und jeder Dartpfeil steht für eine Truppe hier in der Clanburg, also vom Barbaren bis zum 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis zum Ballon. So, das sind 6 Stück. Und die Anzahl, die ich da werfe, die muss ich ausbilden. Allerdings geht das dann quasi pro Platz, würde ich das mal sagen. Weil wenn ich, sagen wir mal, ich würde eine 60 werfen und würde dann die Riesen ausbilden, das würde ja schon gar nicht gehen. Das heißt, das würde ich dann quasi durch den Platz teilen, den der Riese hätte, also durch 5. So, ich werfe also die 6 Pfeile und habe dann die Truppenkombination fertig, die ich brauche zum Angreifen. So, das ist Teil 1. Dann kommt noch der 7. Pfeil. Der 7. Pfeil sagt mir, welchen Gegner ich angreifen muss. Das heißt, ich muss beispielsweise, wenn ich die 1 werfe, muss ich einmal den Gegner überspringen. Wenn ich die 6 werfe, muss ich den Gegner 6 Mal überspringen und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, Zauber, Helden und Clan-Truppen würde ich jetzt mal einfach als erlaubt voraussetzen, je nachdem. Wir müssen mal gucken, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Ich bin ganz gespannt. Ist ja schon ein bisschen her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Es war so um die... Es müsste während der Dart-WM gewesen sein, ne? Wo wir letztes Mal das hatten. Ich habe jetzt noch den Push von der 14 Uhr-Folge. 17 Minuten habe ich noch drin und würde sagen, wir legen einfach mal los mit den... mit den Pfeilen, würde ich sagen. Also, wir müssen mal gucken, dass ich da eine möglichst hohe Zahl herauswerfe. Also, bis gleich. So, ich habe also geworfen, 7 Pfeile habe ich geworfen. Und was haben wir denn jetzt an Scores? Die Triple 16, das sind dann 48 Punkte, die 7, die 8, dann die Triple 20, die 20 und nochmal die 20. Und bei der Gegnersuche ist das der 7. Also ich darf 7 Mal überspringen. Und wir gucken jetzt einfach mal in der Kaserne nach. Also 48 Barbaren, das sollte doch machbar sein. So, 48. Dann hatten wir 7, also 7 mal den... Ah, war schon viel zu weit, schon viel zu weit. 7 mal den Bogenschützen. 8 Riesen. Das würde ich jetzt aber sagen, lassen wir es, weil sonst, wenn ich das jetzt wirklich durch die Anzahl teile, das ist ja schwachsinnig, es sind ja echt nur 8 Stück. Allerdings, Triple 20, okay, sind 60. 60 Kobolde ist ja okay, können wir machen. Habe ich sogar Glück gehabt, dass ich so viel geworfen habe, jetzt sind wir schon bei 155 Truppen. 20 von den Mauerbrechern müsste eigentlich rein theoretisch auch noch klappen von der... Gucken wir einfach mal, wenn ich's eh ausbilden kann, dann mache ich das natürlich auch. Dann lassen wir es so, wie es ist. Komm, dann lassen wir es so, wie es ist. 20 Stück und dann noch 20 Ballons, ernsthaft. 1, 2, 3, nicht verdrückt. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, den muss ich jetzt wirklich mal... Den teile ich jetzt wirklich durch 5, dann sind es effektiv noch 4 Stück, aber ich mache es jetzt einfach voll. Oder ne, wohl, das wäre ja dann eine Stärkung für mich, ne? Das wäre ja dann eine Stärkung für mich, das wäre ja nicht gut. Also teilen wir es dann mal. 1. Ach, die Mauerbrecher. Ach, bin ich ein Blödmann? Die Mauerbrecher darf ich natürlich nicht machen. Jetzt muss ich mal ganz gucken, wie viel. Ich komme gerade total durcheinander, wie viel ich jetzt habe. 1. 2. 3. Und. Ja, hier machen wir noch einen hin. Ne, hier sind es eh schon zu viele. Dann machen wir es hier noch hin. 4 Stück. Und dann teilen wir die nochmal eben ein bisschen auf. 1, 2, 3. Nehmen wir da mal 5 Stück weg. Machen hier noch 5 Stück drauf. Dann sind wir bei 35 Minuten. Dann sind wir bei 33 Minuten. Bei 18 Minuten, ja. Und was haben wir jetzt hier noch? 31 Minuten. Sollte also laufen. Ich muss jetzt erstmal... Aber warte, wir haben ja in einer Kaserne überhaupt keinen Push, ne? In welcher Kaserne haben wir denn keinen Push? In der hier. In der Kaserne hier ist kein Push, die pushe ich natürlich jetzt mal eben noch. Und da würde ich sagen, Leute, das ist jetzt die aktuelle Truppenkombination. Also die Truppenkombination, die wir dann gleich haben, sind 48 Barbaren, 7 Bogenschützen, 8 Riesen, 60 Kobolde, 20 Mauerbrecher und 4 Ballons. 4 Ballons und ja, ich darf den Gegner 7 Mal überspringen und bin gespannt, was dann dabei rauskommen wird. Ich werde dann aber, ich weiß nicht, die Zauber nutze ich, aber den Rest nutze ich dann nicht. Das wäre sonst unfair. Also Zauber werden genutzt, Barbarenkönig wird nicht benutzt und Clanburg, in dem sind noch, ja, einige Bartstruppen und noch ein paar Magier.
Die werden definitiv auch nicht genutzt sein, sonst wäre sonst einfach zu unfair. Es wäre sonst zu unfair. Warten jetzt mal eben noch, bis die Truppen ausgebildet sind. Ich mache einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, das Einzige, was jetzt noch übrig ist, im Grunde ist noch der Ballon, der jetzt hier noch ist. Ah, der ist auch fertig. Wir haben alles. Ich hoffe mal, ich kontrolliere es nochmal eben. 60 Kobolde. Ich streiche das mal eben auf meiner Liste ab, damit wir das auch haben. 60 Kobolde, check. 20 Mauerbrecher, check. 4 Ballons, check. 48 Barbaren, check. 7 Bogenschützen und 8 Riesen, check. So, jetzt suchen wir einen Gegner raus und ich darf ja 7 mal überspringen. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das auch hinbekommen. 1. 2. Komm. 2. Lad doch schneller. 3. 3. Hoffentlich ist das nicht so ein super Loot-Angriff. 3. 4. Also noch 3 mal dürfen wir noch. 5. Komm. Nein, der wäre gut gewesen. 6. Und jetzt noch einmal drauf drücken. 7. Und jetzt den muss ich jetzt nehmen. Au, den kriegen wir doch, oder? Kriegen wir den mit unseren Rumpftruppen hier? Ich habe sehr viele Mauerbrecher. Von wo greife ich denn mal an? Wo ist die Klamburg denn? Ach, die Klamburg ist ganz da oben. Dann probiere ich es mal von hier. Ich habe ja genug. Hui, was habe ich denn da noch? Vielleicht kriegen wir die irgendwie so raus mit den Ballons. Ich weiß nicht genau. Da ist auch noch einer. Okay. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ich sonst noch mache. Ich habe noch so viele Mauerbrecher übrig. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken. Alter, das ist gleich alles aufgesprengt auf jeden Fall. Das ist gleich alles aufgesprengt. Ich habe immer noch Mauerbrecher übrig. Ich habe noch 4 Stück übrig. Bogenschütze habe ich nur noch ein paar übrig. Scheiße, ey, das ist echt krass. Ich krieg hier gar nichts hin mit den Truppen. Ich krieg echt überhaupt nichts hin mit den Truppen. Das ist echt krank. Ja, da vorne ist die Bogenschützenkönigin schon wieder. Jetzt habe ich nur noch meine. Jetzt habe ich noch meine Kobolde, aber die kann ich ja auch nicht dahin schicken, weil er im Grunde alles. Alter! Da habt ihr mich ja in eine Scheiße reingeritten, ey. Und ich mich selber mit meinen Pfeilen. Ja, was soll ich machen? Jetzt kann ich die noch hinschicken. Boah, da ging ja mal gar nichts. Vor allem, ich hab ja die Zauber nicht benutzt. Und die Zauber ist echt extrem schwierig. Ja. Das war's schon. Alter, das war ja gar nichts. Guckt euch das mal an. Ich verliere so viel. Also, ohne Scheiß. Ich verliere durch diese ganzen Fallangriffe. Ich verliere einfach so viel Loot, ey. Ich habe jetzt schon wieder mal. Morgen habe ich wieder 2 Arbeiter frei und kann absolut nichts machen, weil ich immer die ganze Chance für Mist raushaue. Oh Gott. Ja, man läuft auf jeden Fall. Ich bilde jetzt noch ein paar Truppen aus. Ich habe jetzt ja noch den Boost drin für ein paar Minuten. Oh mein Gott. Der ganze Aufwand wieder für diesen. Ich sage mal, Mist. In 12 Stunden ist meine Valkyrie fertig. Das bedeutet, dass ich dann den Frostzauber, ich kriege ja die 5 Millionen eh nicht zusammen, also von daher, dann nehmen wir den Sprungzauber. Ja, wenn ich so weiter angreife, dann wird das eh nichts mehr mit den weiteren Sachen. Wir können ja mal gucken, ob noch irgendwer vielleicht ein bisschen, ja, hier gibt es tatsächlich auch Leute im Clan, man sollte sich meinen, die ein bisschen Loot noch kriegen. 285.000, 308.000 ist jetzt wirklich, der Angriff ist ja wirklich jetzt absolut nichts Besonderes, aber ich möchte ihn euch natürlich trotzdem nicht vorenthalten. Ja, Barge, ne, man sieht es. Barge only hier, ohne irgendwas anderes dabei. Keine Mauerbrecher, keine Riesen, keine Kobolde, gar nichts. Barge in rein Natur, in rein Form. Ja, kann man auch mal machen, ne, wenn die Sachen alle so auf dem Präsentierteller einem hier gegeben werden, dann läuft das auf jeden Fall. Und ja, würde ich mir auch mal freuen, wenn ich mal so viel Loot hätte. Allerdings, wenn man nicht, natürlich, ihr wisst es, immer so viel Mist, so viel Elixier und so viel diese Scheiße ausgebe, dann. Ja, mit Mauerbrechern alleine kannst du natürlich auch nichts reißen. Also die Truppenkombination war dann doch schon etwas eigensinnig, vor allem auch ohne Zauber, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Also das war, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die zweite Folge von Clash of Darts, wir hatten ja ein bisschen Zeit dazwischen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Macht's gut. Tschüss.